Herzlich willkommen YouTube zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir starten mit dem Story-Modus. Das Spiel ist nicht blind, ich habe es schon einmal gespielt. Ne, Moment. Brain AFK. Was ist denn los irgendwie? Okay. Ich halt mal die Kraft. Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder Einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerungen meiner Vorfahren. Entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte. Jo, schon mal ein geiles Intro, wie ich finde. Und jetzt sind wir im sogenannten Ladescreen des Animus. Der normalerweise weiß ist. Habt ihr mich gefunden? Cesar Mario Borgia. Auditore führte mich her. Ich will mich nicht mehr verstecken können. Okay. Erinnert mich ein bisschen an Minas Tirith. Rebecca, was ist los? Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Und das hier sieht so aus im Hintergrund wie unser Sonnensystem. Mit dem kleinen Punkt als Erde. Okay. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Il Vaticano, Dezember 1499. Gut, und wir sind genau da, wo Assassin's Creed 2 aufgehört hat. In diesem Raum mit der Göttin Isis. Ach, ich weiß den Namen nicht mehr.
Und das hier ist der Stab des Papstes. Meinen Namen weiß ich auch nicht mehr. Ach, das ist alles schon so lange her. Ich hatte das Spiel das letzte Mal vor anderthalb Jahren. Und Schlacht vor mir. Im Schoß der Erde, als in der Hand der Menschen. Onkel. Unser Onkel. Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch. Wir müssen hier weg. Alles klar. So, jetzt benutzen wir unsere Adleraugenfähigkeit, mit der wir Feinde sehen können und auch versteckte Wege, wo wir lang gehen müssen. Diese Fähigkeit haben alle von dem Stamm des Alter Ihr. Also auch Ezio sowie Desmond. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleib mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Das hoffen wir da auch. Folgen wir ihm doch mal. Und diese Kulisse hier von den, von diesem Volk, den Göttern, die ist so episch, ich mag das so übertrieben gerne. Und jetzt sind wir mitten im Vatikan. Che cosa fate qui? Assassini! Gott wird euch für eure Sünden strafen! Ihr habt diese heilige Stätte geschändet! Ja, ja. Ihr verdammt, was ihr nicht versteht! Genau. Wir müssen gehen, Ezio, los! Ich stich einfach jeden ab, der mir in den Weg kommt. Oh, ein kleiner Leck. Aus ihm speicht der Teufel! So. Wendet euch von ihnen ab! Alles klar. Hat Rodrigo dich verletzen können? Kaum. Meine Rüstung schützte mich. Eine Klinge. Hä? Naja, egal. Hier sieht man die Geistlichen in ihrem typischen Vatikaner-Outfit mit den fetten Hüten oder diesen kleinen, aber Hauptsache rosa hier. So, verehrter Onkel. Sei bereit zum Kampf. Alles klar. Was tut ihr denn? Dich retten, so wie es aussieht. Nicht schlecht, alter Mann. Okay. Mit der ersten Action-Szene. Du kannst es immer noch. Schön Taktik einfach. Im Schwert blocken und immer schön wackeln damit. Exzellent! Na kommt ihr, Leute. Sehr gut! Imposant! Hä? Egal. Wir haben voll Rüstung. Na, jetzt reicht mir aber. So. Wenn wir schon unser Waffenrad haben. Das war schon die erste kleine Action-Szene, die aber noch ziemlich mau war, im Gegensatz zu dem, was uns noch erwarten würde. Jo. Jetzt kommt eine der vielen Szenen, wo wir... Okay, Onkel, dankeschön. Oh, das glaube ich von dir sogar. Eine der vielen Szenen, wo wir
jemanden begleiten müssen. Na, guckst du dich mit? Ich hoffe mal, ich bin nicht richtig. Ist es dunkel? Ja. Perfekt. Also das Spiel ist nicht blind, ich hatte... Oh ja, ich hasse es, diese Wachen auf den Dächern. Da nimmt. So. Ruhig weiter, Onkel, ich komme schon nach. Pastafest, oh ja, da komme ich auch. Auch diese Kleinigkeiten hier, wie die Sprecher oder auch die Leute, die auf unsere Aktion reagieren. Finde ich immer richtig genial. Na? Onkel, mach mal hin. Wir durchsuchen schon mal ein bisschen. Sehr schön, zwei Kugeln. Obwohl er keine Büchse hat. Onkel. Jetzt geh doch. Ich hab's wieder. Los, Schluss mit dir. Kann ich denn mal mehr das aus? Hä? Unser Onkelkopf ist da ein bisschen verpackt. Hallo? Ich muss jetzt die Sequenz neu starten. Na super. Das ist ja mal richtig geil. Das hatte ich auch noch nicht. Ah, nein, doch nicht. Jawohl. Oh, ich dachte schon hier. Warum muss ich ihn einfach dann schubsen? Boah, ist das scheiße. Nein, was machst du denn? Ach, gut. Da hinten könnt ihr schon die richtige große Festung der Borgia sehen. Die Himmelsburg-Festung. Ach, ich weiß den Namen nicht mehr. Ah, oh, Ezio. Und das wird uns auch noch öfter passieren, dass wir immer in die falsche Richtung springen werden. Und beeil dich mal ein bisschen. Und uns im Weg stehen. Aber das hätten wir erstmal. Sieht das nicht schon mal geil aus? Und wir haben den Edensplitter. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Doch fälle sie schnell. Auf dem Weg oder bei Haltis Bobber? Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Okay. Penny. Spring! Ah, diese Musik.